Was ist, Alter? Ich sage dir, was ist, nämlich Facettengelenke ist. Das ist das heutige Thema. Facettengelenke sind der Grund, wieso du bei Kniebeugen, bei Kreuzheben oder bei vorgebeugt Rudern die Wirbelsäule gerade halten solltest. Das heißt, eigentlich die Frage ist, warum soll man bei irgendwelchen Übungen, wo man den Oberkörper nach vorne neigt und sich ein Gewicht da hinten oben befindet oder an den Armen hängen befindet, warum sollte man in der Wirbelsäule gerade bleiben? Was ist das Problem von Rundrücken? So, dazu müssen wir zu folgenden Gelenken kommen, die in der Fachsprache Articulatio Zygapophysialis heißen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die Facettengelenke. Was sind Facettengelenke? Die Wirbelsäule hat im Normalfall, je nachdem, ob es genetische Unterschiede gibt, 24 Wirbel. Zwischen diesen Wirbeln liegen 23 Bandscheiben. All diese Wirbeln sind somit bestehen aus den gleichen Bestandteilen, ausgenommen die ersten beiden, die vergessen wir mal, und zwar einem Wirbelkörper und da hinten dem Wirbelbogen. Und dann hat man noch die Querfortsätze und die Dornfortsätze. Zwischen allen Wirbelkörpern liegt eine Bandscheibe. So, wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache oder Kreuzheben mache, dann kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Die Wirbeln sind wie Ziegelsteine, die übereinander liegen. Also stellt euch vor, ihr habt einen Turm aus Ziegelsteinen, und zwar aus 24 Ziegelsteinen, die übereinander liegen. In der aufrechten Stellung schaut das Ganze so aus. Wenn ich diesen Turm nach vorne neige, und das muss ich machen beim Kreuzheben oder bei Kniebeugen, also ich mache das, dann würde der oben liegende Ziegel nach vorne rutschen. Das würde passieren bei normalen Ziegelsteinen. Jetzt brauche ich irgendwelche Strukturen oder Hilfsmechanismen, die dieses nach vorne rutschen verhindern. Weil zwischen diesen beiden Wirbeln befindet sich die Bandscheibe. Und die Bandscheibe ist gebaut, um vor allem axiale Belastungen abzuleiten. Axiale Belastungen sind Belastungen, die im rechten Winkel auf die Bandscheibe auftreffen. Für das ist die Bandscheibe prädestiniert. Wenn jetzt aber eine sogenannte Scherkraft draufkommt, eine Scherkraft ist eine Kraft, die normal zur Fläche geht, dann ist die Bandscheibe nicht wirklich dafür prädestiniert. Weil stell dir vor, du hast irgendwas, du klebst zwei Ziegeln aneinander mit so einer gummiartigen Substanz, die so verformbar ist, aber sie hält beide Ziegel aneinander, dann ist sie sehr stark so belastbar, wie ein PC-Ball. Aber sie ist wenig so belastbar. Das heißt, wir brauchen irgendwelche anderen Strukturen, die diese Scherkräfte aufnehmen. Weil wenn ich diese Strukturen nicht habe, dann muss die Bandscheibe diese Kräfte aufnehmen und die Bandscheibe ist dafür nicht gebaut. Und man kann die ärgste Bandscheibe dadurch eventuell kaputt machen. Und deswegen hat der menschliche Körper die Facettengelenke. Facettengelenke sind, stell dir wieder vor, du hast diesen Ziegelturm aus Stein, aus Ziegeln und du neigst diesen Turm nach vorne. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, damit diese Ziegel nicht alle so nach vorne rutschen. Erste Möglichkeit, du drückst von oben und unten zusammen. Das war bei mir früher eine Disziplin aus dem Strongman-Sport, dass man Ziegelsteine so nimmt und irgendwo rauflegt. Das heißt, man sorgt dafür, dass die axiale Belastung so groß ist, dass die Reibung so enorm groß wird, dass diese Scherkraft aufgenommen wird. Das macht auch der Körper. Er verriegelt. Aber die bessere Möglichkeit wäre es, wenn man durch alle Ziegeln, stell dir vor, du bohrst durch alle Ziegeln ein Loch durch und steckst eine Eisenstange durch. Dann verhindert die Eisenstange, dass die Ziegel nach vorne rutschen, richtig? Und diese Eisenstange sind die Facettengelenke. Facettengelenke sind nichts anderes als Wirbel, Wirbel und zwei Knochen, die vom darüber liegenden Wirbel so nach unten schauen. Und du siehst, die überlappen mit dem darunter liegenden Wirbel. Wenn ich jetzt die Wirbelsäule so nach vorne neige, möchte dieser Wirbel nach vorne rutschen, aber er kann nicht nach vorne rutschen, weil diese zwei Knochen hier ein Gelenk haben. Und eben einen Gelenkskontakt haben. Das heißt, diese Scherkraft wird knöchernd abgeleitet. Und das ist sehr, sehr sinnvoll. Die Sache ist nur folgende. Die Facettengelenke sind nur aktiv
oder geschlossen, wenn die Wirbelsäule in seiner neutralen Kurvatur ist. Sobald ich die Wirbelsäule rund mache, geht das Facettengelenk auf und der Wirbel kann wieder nach vorne gleiten. Und andere Strukturen wie die Bandscheibe oder Bänder oder Muskeln müssen das verhindern. Und du kannst dir merken, ein Knochen ist immer stärker als ein Muskel oder Bandscheibe oder was auch immer. Aus dem Grund ist es verdammt wichtig, dass die Wirbelsäule beim Kreuzheben geschlossen bleibt oder neutral bleibt, damit die Scherkräfte aufgenommen werden können. Das hat vor allem einen verletzungsprophylaktischen Nutzer. Es hat auch einen Leistungsnutzer, aber das ist ein ganz anderes Thema. Schauen wir uns das Ganze hier an in der Realität. Wir haben hier Wirbelsäule. Wir schauen uns an den 1, 2, 3, 4, den ersten und zweiten Lendenwirbel. Und hier sieht man jetzt, dieser Wirbel hier hat hier in schwarz leicht eingezeichnet die Facettengelenksflächen, die mit einem Knorpel überzogen sind. Diese zwei Flächen, die hier nach unten schauen, und die rasten hier mit dem darunterliegenden Wirbel ein. Das heißt, in der Lendenwirbelsäule ist die Ausrichtung vor allem so gegeben, dass sie ein Verdrehen in der Wirbelsäule verhindern. Und das wird jeder schon gemerkt haben, wenn man die Übung Russian Twist macht und man ist rund in der Wirbelsäule, kann man sich mit einer runden Wirbelsäule viel mehr verdrehen als mit einer überstreckten Wirbelsäule. Weil ein Überstrecken verhindert diese Verdrehung und sobald ich rund bin, kann ich diese Wirbeln verdrehen. Das heißt, die Facettengelenke verhindern nicht nur ein nach vorne Gleiten, sondern auch eine Verdrehung, je nach Ausrichtung. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, dass man im Rücken gerade bleibt. Dass man im Rücken gerade bleibt, hat man jetzt unterschiedlichste Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, Pressatmung. Zweite Möglichkeit, die direkte Muskulatur anspannen, sprich die Rückenstrecker anspannen. Dritte Möglichkeit, auch synergistische Muskeln zu Hilfe nehmen, wie zum Beispiel den Latissimus, weil der auch die Wirbelsäule gestreckt hält. Vierte Möglichkeit, eine sehr, sehr gute Technik anwenden. Das bedeutet, das Gewicht so nah wie möglich an der Wirbelsäule halten. All das sind sehr gute Möglichkeiten, damit du auf der einen Seite schwer heben kannst und verdammt stark wirst und auf der anderen Seite das Ganze auch ohne Probleme lange machen kannst. Somit, this is, do it, go for it.